ZFS Rocks wird Ihnen präsentiert von Servershop24.de, der Lagerhändler für gebrauchte Server, Storage, Zubehör und Ersatzteile. Und hier ist Ihr Gastgeber, hier ist Christian Zengel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ZFS Rocks und heute mal wieder in Deutsch. Wir haben das mal in Englisch probiert, es waren einige nette Amerikaner, die mir geschrieben haben, einige Deutsche, denen es nicht gepasst hat. Ich mache das natürlich erstmal primär, um damit neue Kunden zu gewinnen, wollten damit ein bisschen unsere Reichweite erhöhen. Wie wir da weiterverfahren, wird sich zeigen. Heute machen wir auf jeden Fall mal eine Folge in Deutsch und heute soll es um den Mac gehen, mal zur Abwechslung. Und das heißt, wir wollen heute mal zeigen, dass man auch auf dem Desktop richtig gut mit ZFS arbeiten kann. Und da gibt es eigentlich schon nur drei Betriebssysteme, wo das Sinn macht. Das ist zum einen mal BSD, wo das Ganze ja seine Wurzeln hat, OpenZFS. Dann ist es mittlerweile ZFS on Linux, was super läuft. Proxmox haben wir ja neulich gezeigt. Und dann last but not least, ZFS hier auf dem Mac, also OpenZFS auf dem Mac. Und wenn wir hier mal kurz schauen wollen, dann sehen wir, dass es mittlerweile ein neues Release gibt hier. Das ist OpenZFS auf OS X, Version 1.70. Und da kannst du schon ganz gut erkennen an neueren Features, dass jetzt Encryption zum Beispiel da ist, Verschlüsselung und Z-Pool Scrub, Pause and Resume und Anfügen von Replikation, dass man den nicht laufen lassen muss, Automatic Sharing per Parameter. Das können wir gleich mal testen heute. Aber das Ende vom Lied ist, dass wir immer diese Beschwerden hatten von den üblichen Kollegen, so, ich habe keine Lust, ein Dateisystem zu administrieren, da habe ich keine Lust drauf, ist mir zu kompliziert, da kaufe ich lieber ein tolles QNAP und ich will mich damit nicht beschäftigen und es ist zu langsam und gebastelt und alles drum und dran. Bullshit. ZFS ist hochproduktiv, ist das beste Dateisystem, wo ihr eure Dateien draufpacken könnt. Und das allerbeste ist es noch, das billigste auch noch. Also ihr könnt euch einfach externe Platten holen und könnt damit arbeiten. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mal Platten besorgt. Genau das habe ich getan. Ich habe jetzt hier mal für an die 100 Euro hier mal ein paar Platten besorgt. Das sind so iOmega Doppelgehäuse mit jeweils 750 Gigabyte Platten drin. Und habe die per Daisy Chain mit FireWire hier verkabelt. Also von der zu der, von der zu der. Das gibt dann zum Schluss insgesamt 6 Festplatten, die ich dann mit maximal 80 MB pro Sekunde betreiben kann. Das Schöne bei den Teilen ist, du hast hier diese Optik vom alten Mac Pro und es ist auch genau das, wo ich am Ende noch hin möchte. Das sieht halt geil aus und das sollen auch noch vernünftige Platten rein. Für den Test heute möchte ich es erstmal dabei belassen. Und ja, Sinn und Zweck der Übung ist, zu zeigen, dass man jetzt mit im Prinzip wenig Handgriffen und ganz, ganz wenigen Befehlen sich den perfekten RAID bauen kann, ohne dass man da irgendwie studiert haben muss. Und damit es so ein bisschen cooler ist, werde ich noch ein bisschen was an Automatismen dazu packen. Also wir probieren das jetzt einfach mal und gucken mal, dass wir dieses Kabel draufstecken. Und das mache ich jetzt mal hier. Und dann wechseln wir auch gleich mal. Das ist immer unterschiedlich. Das eine ist Ethernet, FireWire, das sieht fast genauso aus. Oh, und dann gucken wir mal hier, was auf dem Mac passiert. So, noch passiert hier gar nichts, aber es blinkt schon und hier haben wir die ganzen Festplatten. So, das müssen wir erstmal wegmachen, die hat eine gelöscht und wir haben also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Platten. Uns interessiert die Nummerierung, das ist 7, 4, 6, 3, 5 und 2. Also im Prinzip haben wir jetzt die Nummerierung 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Das sind die 6 Platten und mit denen wollen wir einfach jetzt mal ein richtiges RAID bauen. Diese Gehäuse könnten theoretisch ihr eigenes RAID, da habe ich aber auch keine Lust drauf, weil wir können das ja viel besser machen mittlerweile. Ja? Wir bauen uns jetzt mal ein richtig geiles RAID mit diesen 6 Platten und würde mich heute hier für ein RAID Z2 entscheiden, was einem RAID 6 entspricht. Weil wir wollen ja, dass man nichts administrieren muss und dass, wenn mal eine Platte kaputt geht, dass wir nicht so in die Verlegenheit kommen, oh, jetzt müssen wir ganz schnell eine neue Platte besorgen, müssen die wieder einspiegeln, sondern dass wir alle Zeit der Welt haben, wenn eine Platte kaputt geht, das zu tauschen. Und ich erhoffe mir auch ein bisschen so, dass das von dem Geblinke her mir das auch anzeigt. Das soll jetzt also möglichst einfach sein und denke jetzt auch ganz besonders hier an die Kreativen, an die Fotografen, an Leute, die virtuelle Maschinen betreiben auf so einer Kiste. Für die soll das heute sein. Wir gehen jetzt mal da einfachsten Weg. Und da schauen wir mal hier auf den Desktop hier. Und ich habe mir hier mal eine Kommandozeile aufgemacht. Und ich sehe gerade, ich habe keinen Underscan, deswegen gehen wir mal ein bisschen runter.
Also die Idee ist relativ einfach. Der Befehl ist zpool, da geht es dann halt immer um RAID. Zpool ist der Befehl, wo es um die Platten geht. ZFS ist der Befehl, wo es um das Dateisystem geht. Zpool create. Und wir hätten gerne einen Try Run, also erstmal simuliert. Und wir hätten das gerne genannt, nehmen wir heute mal Tank, ist so eine der Begrifflichkeiten. Und wir hätten gerne Disk 2, Disk, also Entschuldigung, Tank. Da hätten wir gerne einen RAID Z2 aus Disk 1, 2, Disk 3, Disk 4, Disk 5 und Disk 6 und Disk 7. So, und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Jetzt sieht man hier sehr, sehr schön, der würde mir jetzt also einen RAID Z2 bauen, der aus all diesen Platten besteht. Und wer das irgendwie aus der Linux-Hölle kennt, da musst du normalerweise erstmal alles partitionieren und irgendwie ein MDM-Software bauen, dann musst du da einen Ordner machen und das irgendwie mounten. Dann schauen wir uns das mal an, wie das auf dem Mac funktioniert letztendlich. Also dasselbe Spiel führe ich jetzt nochmal aus mit dem sudo-Befehl, sonst habe ich nicht genug Rechte. Da gilt dann mein Passwort. Das N ist der Try Run, den nehme ich jetzt weg und führe das jetzt mal aus, gebe mein Passwort ein. Und ja, jetzt sieht man hoffentlich auf der vierten Kamera genau, wie das Zeug hier alles schön blinkt. Da passieren Sachen. Was ein bisschen ärgerlich ist bei der ganzen Geschichte, ist, dass er jetzt hergeht und hier diesen Spaß macht und diese ganzen Festplatten hier wieder anmosert hier. Also das ist ein bisschen doof, deswegen klicke ich das jetzt mal alles weg. Aber was ist denn jetzt passiert hier? Schaut mal hier. Wir haben jetzt hier tatsächlich ein Laufwerk-Tank. So, das muss alles weg. Das ist ein bisschen peinlich jetzt. So, und hier ist mein Tank und das ist mein RAID. Ja, wenn ich jetzt mal schaue, und da komme ich jetzt hier auf 2,8 Terabyte am Ende, wenn man sich das mal hier anschaut. Und das setzt sich wie folgt zusammen im Prinzip. Jetzt können wir das auch mal ausrechnen, was da letztendlich Sinn macht. Das sind 750 mal 6, das wären eigentlich theoretisch 4,5 Terabyte. Wir haben uns jetzt allerdings entschieden, dass wir eine Redundanz von zwei Festplatten haben letztendlich. Und dementsprechend haben wir also nur die 750 mal 4. Die Differenz zwischen den 2,8 Terabyte und den 3 Terabyte ist letztendlich das, was der Hersteller halt angibt. Das ist in der Regel immer ein bisschen weniger. Das Problem ist, es wird sogar noch ein Ticken weniger, weil wir dürfen bei ZFS letztendlich nur 0,8, also nur 80% davon belegen. Und damit kommen wir hier in der jetzigen Konstellation auf 2,4 Terabyte. Das ist eine ganze Menge. Wir wollen unseren Hintern trocken haben, das sind wichtige Daten. Wir wollen kreativ sein, wir wollen produktiv sein und nicht irgendwie große Werte haben. ZFS, Performance und Platz erschlägst du mit Hardware und Hardware ist günstig, deswegen kein Problem. Jetzt hätte ich noch so einen kleinen Tipp auf der Gegenseite, wie man das jetzt noch ein bisschen optimieren könnte. Und zwar, wenn du hergehst und sagst hier ZFS, also erstmal gibt es die Befehle zpool list, dann sehen wir jetzt schon mal, was der Tank insgesamt hier an Platz hätte, nämlich 4 Terabyte. Das ist die Angabe vom Bruttowert erstmal. So, dann haben wir ZFS-List. Da siehst du, wie viel Platz letztendlich da ist und wo das hingemountet ist. Das haben wir auch schon gesehen hier, ne? Das ist tatsächlich hier. Und dann hast du noch Zpool-Status. Da siehst du, wie es deinen Platten geht. Also das sind eigentlich die ganzen, oh mein Gott, der administriert das Dateisystem. Er administriert das Dateisystem, es muss halt sein. Man guckt halt, du kannst einfach schauen, dass vorne nicht mehr blinkt. Und letztendlich könnten wir jetzt Folgendes machen. Und damit wir noch ein bisschen mehr rausholen aus der ganzen Geschichte, wenn wir so eine halbwegs brauchbare CPU haben, ich sag mal, Macs haben ja in den letzten paar Jahren keine schlechte CPU gehabt, dann können wir die Compression anmachen. LZ4 ist hier der beste Weg. Und das werde ich jetzt hier mal tun, indem ich einfach sage hier sudo zfsz compression LZ4 Tank und administriert das Dateisystem schon wieder. Aber muss ja nicht sein. Und diese Befehlskette, die haue ich euch gleich in die Shownotes. Und was haben wir jetzt letztendlich? Wir haben jetzt ein ZFS-Dateisystem. Das heißt also, wir haben jetzt hier eines der sichersten Dateisysteme mit mehreren Prüfsummen, mit einem RAID, wo zwei Platten kaputt gehen können. Da willst du deine Fotos draufpacken. Da willst du virtuelle Maschinen draufpacken. Weil selbst wenn da mal ein Bit nicht so geschrieben wird, wie du dir das vorstellst, sind halt einfach die ganzen Prüfsummen da. Und wenn du es nicht glaubst, kannst du einen Scrub laufen lassen.
dass alles da ist. Und wenn du noch mehr Sorgen hast, dann machst du noch ein Copies gleich zwei, dann wird jeder Block nochmal doppelt abgelegt. Also das ist für eure wichtigsten Daten. Da will man nicht irgendwie hergehen und will sich durch den Synology-Kalender, Webseite irgendwie da durchkämpfen, was die da im Angebot haben. Das macht keinen Spaß. Ja? Und wir haben den Storage direkt. Das war der erste Weg. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt packen wir da mal irgendwie ein paar Daten drauf und dann gucken wir mal, wie wir damit letztendlich umgehen. Jetzt würde ich euch gerne mal zeigen, wenn wir verschiedene Bereiche haben, wie wir die nochmal unterscheiden können, damit wir unterschiedlich zurückrollen können, je nach Thema. Auch interessant. Das würde so passen, so funktionieren. Im Moment haben wir hier ZFS List, da haben wir nur dieses Tank letztendlich. Und wir machen jetzt mal folgendes: ZFS Create Tank slash Musik. Mit Sudo natürlich jedes Mal, macht mich wahnsinnig. Dann machen wir nochmal hier Lightroom. Und dann machen wir vielleicht nochmal Profiler. So, genau. Da haben wir jetzt einfach mal so drei Datasets angelegt, die wir dann individuell snapshot können. Das werden wir jetzt nochmal tun. Nämlich den folgenden Hintergrund, dass ich jetzt nämlich eventuell Folgendes tun kann am Ende und hoffe, dass das dann auch krisensicher ist. Ich gehe jetzt mal hier in die Benutzerverwaltung rein von der Kiste und würde jetzt einfach mal hergehen, würde nämlich meinen User hier den Pfad ändern. Dazu müssen wir uns einmal hier einloggen. So, und dann können wir nämlich hier unter den erweiterten Optionen nämlich auch den Pfad ändern, was dazu führen würde, dass wir, und hier könnt ihr übrigens jetzt auch nochmal schön sehen, die verschiedenen Datasets, die er mir angelegt hat, hier Profile, das ist wirklich ein eigenes Dateisystem. Und die sind gleichwertig. So, und hier nach Profile, jetzt lege ich hier mal einen neuen Ordner an. So. Den nennen wir jetzt mal SysOps. Und dann schaue ich mir mal an, welcher Pfad das ist. Ja, man muss es lieben. Das kann ich eventuell auch mit einem zweiten Terminal nochmal machen. Beziehungsweise ich kann auch einfach hergehen, kann sagen hier Volumes, Tank, Profile. Das wäre mein Pfad, wo ich das gerne hin hätte. Und da nochmal SysOps haben wir ja gesagt. Ne? So. Da geben wir Rechte auf SysOps nochmal. Schauen, ob die passen. SysOps lesen und schreiben, das passt. Und das ändere ich jetzt gerade einfach mal. Auswählen. Und okay. So. Und dazu müssen wir dann den Computer neu starten. Das machen wir dann gleich am Ende. Und gucken mal, ob das dann gepasst hat. Können wir gleich mal neu booten. Ja, an der Stelle noch ein bisschen Zweifel. Also ich vermute mal, dass der Automatismus nicht greifen kann, weil User Local Bin bzw. eine User Bin das Ganze suchen möchte, wo ich nicht reinschreiben dürfte. Deswegen werde ich gleich den Installer nochmal anpassen, nochmal laufen lassen und es überprüfen. Ansonsten kann man ja das relativ einfache Skript erstmal laufen lassen. Aber so bekomme ich letztendlich mein Benutzerprofil auch direkt auf die Kiste drauf, auf die ZFS-Kiste. Das heißt, ich könnte mir jetzt hier USB-Platten nehmen oder FireWire-Platten oder jegliches andere beliebige Storage, was auch gehen könnte, wäre ein iSCSI-Target. Also wenn ihr jetzt irgendwie ein Synology schon habt und wollt das benutzen, dann klinkt ihr euch das in Mac ein per iSCSI und verbindet euch da drauf. Also auch eine spannende Kiste. Also ihr könnt iSCSI-Targets genauso mit ZFS befeuern. Das ist ein bisschen viel. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Mac gleich wieder kommt, da kann ich jetzt gerade nicht rüber schalten, weil der noch kein Monitorbild für meinen Videomischer hier liefert. So, jetzt wird spannend, jetzt ist der Mac wieder hochgefahren. Ein Bild haben wir auch inzwischen. Und ich würde mich jetzt mal hier versuchen einzuloggen. Und man sieht hier schon schön, wie die Platten rödeln. Also das sollte man abwarten. Also das sieht schon mal ganz ordentlich aus. So, jetzt nur noch die Maus finden hier an der Stelle. So, und jetzt müsste er eigentlich theoretisch hier das Profil von der externen Platte laden. Ich weiß nicht, ob er die alten Daten überträgt, wahrscheinlich eher nicht. Aber es ist auf jeden Fall mal spannend, was passiert. Einen schwarzen Schirm haben wir schon. Ja, aber so wie es ausschaut, kommt hier
leeres Profil, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil ich brauche jetzt den Inhalt davon letztendlich gar nicht, müsste ich quasi vorher dann hergehen und müsste meine Profildaten hier übertragen. So, ja, Siri aktiviert. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Aber man kann jetzt hier wirklich sehr, sehr schön sehen, wie er das Profil auf den neuen Platten einrichtet und wie das hier ja, rumgeht. Jawohl, der ist gekommen. Er hat es tatsächlich überlebt, das ist bootsicher. Ich habe das vorher noch nicht probiert. Jetzt gucken wir mal hier unter Profile. Und hier ist SysOps. Und hier ist der ganze Kram. Ja, und das ist jetzt auf ZFS mit allem, was dazugehört. Und das bedeutet natürlich, dass alles, was ich da drauf packe, meine Mails und meine Daten und meine Einstellungen und Präferenzen, die sind alle da. Das ist ziemlich cool, weil ich habe jetzt dann auch gleich Snapshots drauf. Ne? Also das ist schon wirklich eine feine Sache. Das Sky's Limit, es gibt jetzt noch eine einzige kleine Schweinerei, die ich mit euch nochmal durchspielen wollte, die mir dazu gerade noch einfällt, wenn ihr denn das Ganze lieber mit Mac und Co. verschlüsselt haben wollt. Gibt es da auch noch eine kleine Variante? Das waren jetzt alles eben Dateisysteme gewesen. Und wir wollen jetzt mal ein richtiges Volume erzeugen. Das ist auch eine ganz, ganz witzige Kiste. Schaut mal hier. Wir gehen jetzt mal auf das Terminal nochmal. Und sagen erst nochmal ZFS List, dass wir sehen, wo wir sind. Clear. ZFS List. Da seht ihr nochmal die Dateisysteme und auch wohin die gemountet sind. Also das ist genau das, wo der Mac ansetzt. Dann machen wir das jetzt noch hier ans Ende. Und wieder natürlich mit sudo, weil es so schön ist. Und jetzt hat er das einfach mal so gemacht und jetzt kommt hier eine Meldung. Das ist interessant. Was haben wir getan? Wir haben 100 GB abgezweigt. Und was haben wir damit jetzt für Möglichkeiten? Also zum einen mal finden wir das hier mit ZFS List und sehen hier jetzt also ein 100 GB Volume, was 16 Kilobyte aktuell nur belegt. Und jetzt hätte er gerne hier den Festplattenmanager angeworfen. Und das machen wir jetzt auch gleich mal. Und jetzt findet er zusätzlich zu den echten Platten, die sich übrigens jetzt mal nicht beschwert haben, das ist sehr schön. Hoffentlich jetzt auch noch gleich das richtige Volume. Und hier ist es. So. Und das sind genau diese 100 GB. Das heißt, er glaubt tatsächlich, da wäre eine echte Platte. Und jetzt kann ich mit dieser Platte Dinge tun, die ich mit jeder Platte tun kann. Und das wäre zum Beispiel die auch zu formatieren. Und was könnten da Sinn machen? Also ich könnte die jetzt hier formatieren mit ganz normal Mac OS Extended, was relativ schwachsinnig ist, weil ich ja ZFS-Dateisystem habe. Also dann brauche ich kein Mac OS-Dateisystem. Ich könnte die jetzt mit EXFAT formatieren. Warum will ich das? Vielleicht will ich die vorbereiten für ein Windows-System. Das ist ein RAW-File, das kann ich später direkt in eine virtuelle Maschine reinklinken, könnte es vorher befeuern und so weiter. Was aber Sinn machen könnte eventuell, falls man diese ZFS-Verschlüsselung, die ja relativ frisch ist, nicht so ganz vertraut, man kann das jetzt hier Mac formatieren und kann also hier sein Passwort reinpacken und macht sich da wunderbar ein Mac-verschlüsseltes Dateisystem. Und das kann man jetzt hier auch gleich schön sehen. Da hat jetzt hier tatsächlich unterhalb von diesem Volume ein macOS verschlüsseltes Dateisystem hingepackt. Und wer weiß, vielleicht will man das. Und dann hast du dann ein Masterpasswort und verschiedene Volumes da drin. Und die wiederum hast du über verschiedene Passwörter abgesichert, die wiederum in deiner Cloud liegen, in deiner iCloud liegen, in deinem Keychain liegen. Also das kann man letztendlich auch machen. Aber auch hier letztendlich ist das ein Limit. Das würde übrigens auch funktionieren, wenn man jetzt eine physikalische Festplatte mit DD in so ein Volume reinkopiert, dann hättest du quasi hier den 1:1-Zustand und der Mac würde das wieder als Dateisystem entdecken, also eine Windows-Platte, whatever. Das ist schon ziemlich cool. So, das ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil das, was ich jetzt quasi zeige und aufnehme, habe ich jetzt hinterher aufgenommen, also nicht wundern. Nachdem wir festgestellt haben, dass dieses aktuelle Mac Auto Snapshot ein bisschen schwierig einzurichten ist und auch noch ein paar Fehler hat, habe ich uns jetzt mal in der Zwischenzeit eine ganz einfache Snapshot Engine geschrieben, die
im Folgenden eigentlich aus zwei Skripten besteht. Ich zeige euch mal die Funktionalität. Das, was wir jetzt gerade aufzeichnen, ist hinterher aufgenommen worden, weil wir da haben wir die ZFS Auto Snapshot Engine gezeigt, die wir auch auf Mac einrichten möchten, dann die wir auf Proxmox und so weiter am Laufen haben. Das war ein bisschen kompliziert und das muss ich anpassen, werde es auch hier in der Sendung beilegen. Deswegen habe ich für euch hier zwei Skripte kurz geschrieben, einfache Skripte. Das eine macht von allen Dateisystemen, die ihr anlegt, einen Snapshot und das andere wird einfach den ältesten Snapshot löschen, damit die Handhabung super einfach und das System müllt nicht voll. Und das gucken wir uns jetzt gerade mal an, wie das funktioniert. Relativ simpel. Und zwar, wir haben später in der Sendung hier gleich mal ein paar Datasets angelegt. Also hier Tank, Lightroom, Profile und so weiter. Die findet man dann auch hier wunderbar als Laufwerke hier, die man benutzen kann. Und das eine Skript heißt, das kann man hier über den Desktop gleich machen, Mac Snap, das macht einen Snapshot. Dafür müsst ihr einfach nur euer Root-Passwort eingeben, also euer normales Passwort. Und dann seht ihr, dass ihr jetzt zum aktuellen Zeitpunkt 14.53 Uhr minus eine Stunde, weil es ist ja immer Universal Time, hier Greenwich und so weiter, für jedes Dateisystem einen Snapshot erzeugt hat. Ich mache jetzt mal einen Snapshot und das mache ich dann zu und mache das gleiche nochmal. Und dann sieht man schon, dann habe ich hier von jedem Dateisystem zwei Snapshots und ich werde noch gleich nochmal einen dritten machen. So. Und dann wird man sehen, dass ich jetzt von jedem Dateisystem drei Snapshots habe. Das heißt, mit einem ZFS Rollback kann ich dann quasi ganz einfach von jedem dieser Dateisysteme individuell zurückgehen, wenn ich ein Problem habe. Das heißt, ich baue Mist, das können wir gleich mal testen und dann macht er das. Das zweite, was er tun wird als Skript, habe ich hier angelegt, nämlich ein ganz normales MacClean habe ich das genannt. Auch hier gebe ich das Passwort ein und führe das aus und dann werdet ihr sehen, wo die ganze Zeit eben noch zwei Snapshots waren, hast du jetzt nur noch einen. Also er löscht immer von jedem Dataset oben den neuesten und das von der Handhabe her super einfach. Und was ihr jetzt letztendlich tun könnt, ist, wenn ihr Mist baut und habt irgendwie ein Problem, dann könnt ihr einfach zurückrollen. Das zeige ich jetzt mal manuell und dann werde ich noch ein drittes Skript mit den Shownotes reinpassen, was euch immer den letzten Snapshot von dem Dataset zurückspielt, was aber nicht ganz so einfach ist. Das werden wir jetzt gerade mal tun. Wir machen uns das Terminal von eben nochmal auf. ZFS get written. Und da kann man jetzt sehen, da habe ich ja auch dieses Profile-Teil hier. Ja? So, jetzt machen wir mal einen Snapshot. Mac Snap. Zack, da ist er. Jetzt haben wir drei Snapshots. Und jetzt gehen wir mal auf den Desktop und löschen einfach mal diesen neuen Ordner hier. Und machen einfach dann ZFS. Kopiere ich mir gerade mal den von Profile, den Snapshot-Namen hier. Das ist der da. Ja, und mache jetzt hier ZFS Rollback, gebe diesen Namen ein, also wir gucken nochmal, Ordner weg, natürlich mit sudo, er rödelt noch, und wo ist er? So, und dann werde ich mich jetzt einfach nochmal einloggen, nachdem ich ein Rollback gemacht habe. Und hier ist auch mein neuer Ordner wieder. Ja, interessant, dass der Finder hier direkt im Betrieb nicht klargekommen ist, aber das funktioniert halt mal mit allem. Ich hatte vorhin ja noch ein paar Dateien auf den Rechner kopiert, damit wenn wir jetzt gerade mal arbeiten. Ich habe jetzt hier mal drei markiert, werde die jetzt quasi löschen. Und die lagen jetzt auf dem Dateisystem Tank, das ist genauso berechtigt, das obere, get written. Ich suche mir jetzt quasi meinen Snapshot raus, meinen letzten, zum Beispiel den, sagt sudo zfs rollback, gebe das ein. Gebt mein Passwort ein, dann dauert das einen kleinen Moment. Und hier sind meine Dateien schon wieder aufgetaucht. Könnt ihr das sehen? Das ist fantastisch. Das heißt, ihr könnt quasi jeglichen Mist, den ihr macht, wieder herbauen. Also gerade wenn ihr Batchverarbeitung macht im Lightroom oder was programmiert oder virtuelle Maschinen habt, die ihr zerstört habt, einfach vorher das Skript vor was Kritischem ausführen und hinterher dann, wenn ihr Lust habt, ausmisten, wenn es zu viel wird. Ja, das ist eigentlich die ganze Geschichte. Und jetzt kommt quasi der Part mit dem ZFS Auto Snapshot. Das ist für die hochprofessionellen Arbeiter, die die ganze Zeit permanent ihre Snapshots haben wollen, die dann mit ZFS Auto Snapshot
ihre Snapshots regelmäßig haben wollen, also viertelstündlich, stündlich und so weiter. Immer wenn man arbeitet, immer Snapshots die ganze Zeit, gar nicht mehr dran denken, wann was passiert, sondern ich arbeite die ganze Zeit produktiv. Und dann ist das, was für euch wichtig ist, das, was jetzt kommt. Und wenn ihr einfach nur Gelegenheitsarbeiter seid am Mac, dann macht ihr das so, wie ich das eben erklärt habe. Leider ist letztendlich der Launch Daemon gescheitert am Skript. Das heißt, ich war nicht in der Lage gewesen, das Skript automatisch laufen zu lassen. Deswegen würde ich jetzt nochmal das Ganze nachreichen in den Kommentaren und eine der nächsten Folgen das nochmal genauer beschreiben. Wir fassen nochmal zusammen. Wir haben jetzt aus den vielen Platten, die wir hier hatten, ein Super RAID gebaut, was nicht ausfallen kann. Ich habe ein simples Skript geschrieben, was euch einen Snapshot auf alle Dateisystemen macht, die wir vorher auch erzeugt haben, und ein Skript, was euch wieder löscht. Und damit kann euch so gut wie nichts passieren. In Show Notes werde ich auch ein Skript verlinken, was euch den letzten Snapshot wiederherstellt. Ja, das war's wieder für eine super Folge ZFS Rocks, präsentiert von ServerShop 24. Und ja, es klappt nicht immer alles, wie man sich das vorstellt, aber das ist live. Das war mein Sonntagsworkshop heute zum Thema Mac und ZFS. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss!